Wir sind heute noch einmal mit der Baureihe 612 unterwegs von Bewegt, und zwar zwischen Herbertingen und Ulm auf der Donautalbahn. Und den Streckenverlauf seht ihr hier auch schon auf der Karte. Ich bin zwar weiterhin mit einem Baden-Württemberg-Ticket der ersten Klasse unterwegs, allerdings habe ich euch diese kleine erste Klasse schon in einem anderen Video gezeigt und es ist mir dort auch einfach zu eng. Deswegen habe ich mich dann entschieden, einen Platz in der zweiten Klasse zu nehmen. Hier schauen wir mal rein. Ihr seht also, es gibt Klapptische und einen sehr angenehmen Sitzabstand, gefühlt mehr Platz als in der ersten Klasse. Die Sitze sind in Ordnung, allerdings nichts Besonderes, nicht sonderlich komfortabel. Es gibt dieses Sitzmodell zum Beispiel auch bei der Nordwestbahn. Dort erscheint es mir wesentlich weicher gepolstert zu sein als hier. Aber die Sitze sind trotzdem nicht unkomfortabel. Man kann hier also auch längere Zeit ganz gut aushalten. Und in der zweiten Klasse hat man eben auch einen deutlich besseren Rundumblick, dadurch, dass man nicht in diesem kleinen, engen Abteil sitzt. Das also die Vorteile der zweiten Klasse. Allerdings muss man hier dann auf Steckdosen weitestgehend verzichten. Ich habe zumindest keine gefunden und auch keine weitere größere Ausstattung vorhanden. Leseleuchten gibt es, aber viel mehr wird dann hier nicht geboten. Das heißt, auch für die Fahrgäste der zweiten Klasse hat sich durch den Umbau zu Bewegt eigentlich nichts getan, nicht wirklich etwas verbessert. Es gibt die zusätzlichen Fahrradabstellmöglichkeiten, die natürlich hier gerade im Donautal, was eine beliebte Radstrecke ist, auch nötig sind, und eben für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste den Hublift. Dass allerdings nun sämtliche Sitzpolster gegen das Bewegt-Modell ausgetauscht wurden und die Züge außen eine andere Farbe haben, ist für den Fahrgast kein Zugewinn. Also für den Fahrgast an sich, der nicht auf Mobilitätshilfe angewiesen ist und nicht mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat sich hier nicht wirklich etwas verändert, weder verbessert noch verschlechtert. Nur die Fahrgäste der ersten Klasse, für die hat sich einiges verschlechtert, das habe ich euch ja schon vor ein paar Videos alles gezeigt. In der zweiten Klasse, wie gesagt, kaum eine nennenswerte Verbesserung oder Verschlechterung. Ich bin jetzt hier auf dem Weg nach Ulm, bin im letzten Video von Aulendorf nach Herbertingen gefahren und jetzt geht es weiter hier bis nach Ulm. An und für sich kein logischer Reiseweg, denn man kann von Aulendorf direkt mit dem komfortablen RE5 nach Ulm fahren oder auch mit dem Interregio Express, wo auch die Baureihe 612 von Bewegt zum Einsatz kommt. Allerdings wurde die Strecke zu dem Zeitpunkt, als ich unterwegs war, gerade elektrifiziert und war deshalb im letzten Abschnitt bis nach Ulm gesperrt. Das heißt, ich hätte mit dem Schienenersatzverkehr fahren müssen und das hätte im Endeffekt mehr oder weniger genauso lang gedauert. Deswegen habe ich mich dann doch für die Variante ohne Bus entschieden und bin diesen kleinen Umweg gefahren. Und die Donautalbahn ist auch wirklich eine sehr schöne Bahnstrecke. Lohnt sich also immer wieder hier entlang zu fahren. Insbesondere wenn man, wie ich, hier auch noch im schönsten Abendlicht unterwegs ist. Hier erreichen wir dann auch schon langsam Ulm. Ihr seht es schon, viele abgestellte Züge. Das ist dann schon der Bereich kurz vor Ulm. Und dort bin ich dann auch wieder aus- und umgestiegen. Und dort wird es dann im nächsten Video auch weitergehen. Hier haben wir nun schon das Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs mit einem Pesa-Link, der hier abgestellt ist, und jetzt erreichen wir dann auch den Hauptbahnhof selbst. Und hier, wie gesagt, bin ich dann aus- und umgestiegen. Es war auch der Endbahnhof dieses Zuges
Und im nächsten Video wird es dann von hier aus weitergehen. Das war's damit für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video dann kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Videolinks erfreuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.